Traurigerweise war der Dungeon sehr viel schwerer als der Bosskampf. Ich hätte jetzt krass gefunden, wenn man jetzt noch eine Protoentwicklung gemacht hätte. Das hätte ich stylisch gefunden. Sieh mal, da ist Simsala. Und da sind auch Glurak und Despota. Ich würde mich auch erschrecken, wenn ich aufwache und das wäre das Erste, was ich zu Gesicht bekomme. Hm. Habt ihr Groner etwa tatsächlich besiegt? Geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung. Es geht mir gut. Wir müssen diesen Ort sofort verlassen. Und was ist mit Groudon? Wird es ihm gut gehen? Eure Sorgen sind unbegründet. Es wird nur allzu bald wieder erwachen. Es war außer sich vor Zorn, weil es aus dem Schlaf gerissen wurde. Und er hat es vollkommen die Kontrolle verloren. Es sollte sich schon bald wieder beruhigen. Die Erde bebt schon wieder. Nichts wie weg von hier. Schnell. Nachdem Groudon besänftigt war, verließ das Team von Svenja den Dungeon und kehrte mit Simsalas Team zum Pokémon-Platz zurück. Uiuiuiuiuiui. Das war hart. Aber Hauptsache, ich habe Tee im Sandsturm bekommen. Jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Ach ja, stimmt, die ganzen Begleiter. Ui, Magma hat richtig viel Cash dagelassen. Austoss ebenso. Oh, Papunga können wir auf jeden Fall behalten. Joa. Kannst du gerne machen. Du hast auch einen süßen Sprite. Aber schön, dass die mir alle so viel Geld geben dafür, dass sie... Ich wollte gerade menschlichen Schutzschild sagen, aber das stimmt nicht so ganz. Pokeschutzschild gespielt haben. Unterdessen auf dem Pokémon-Platz. Ist das Team von Svenja immer noch nicht zurück? Hey, schaut mal, da kommen sie! Oh, du hast recht, sie sind zurück. Kommt, gehen wir ihnen entgegen. Großartige Arbeit, Svenja. Das war einsame Spitze. Wir wissen alle schon Bescheid. Ihr habt Groudon wirklich besiegt. Ihr zwei seid wirklich unglaublich. Ich sehe euch in einem ganz anderen Licht. Wie, wo, was? Jetzt wartet mal eine Sekunde. Wie kann es sein, dass ihr alle schon wisst, was in der Magmahöhle passiert ist? Blipper hat eine Sonderausgabe der Pokémon-Zeitung veröffentlicht. Da stand alles drin. Diese Stärke. Ihr habt wirklich all meine Erwartungen übertroffen. Einfach bewundernswert. Ihr wart großartig. Ich würde am liebsten nur noch mit euch zusammenarbeiten. Damit steht es ein für alle Mal fest. Euer Retterteam, Pikami, ist absolut erstklassig. Ihr könnt zu Recht stolz auf euch sein, Jan und Svenja. Ich bin so glücklich. All die Mühe, die wir uns gegeben haben, hat sich ausgezahlt. Schaut euch das an. Dass Groudon ausgerechnet von so einer Heulsuse besiegt wurde. Huch, was war das gerade? Ich habe ganz kurz etwas gehört. Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, ich habe es auch gehört. Ich auch. Und ich höre es immer noch. Spricht da jemand? Hallo? Diese Stimme, die habe ich doch schon mal gehört. Das ist Xatu. Ja, ganz eindeutig. Xatu, sagst du? Aber natürlich, es kommuniziert telepathisch mit uns. Xatu versucht uns mit seinen telepathischen Kräften zu kontaktieren. Ich liebe übrigens die Musik hier. An alle Pokémon, hört mir zu. Es ist schrecklich. Am Himmel ist ein Meteorit erschienen. Dieser Meteorit rast auf unseren Planeten zu. Er ist riesig, geradezu gigantisch. Und er befindet sich auf einem direkten Kollisionskurs mit unserem Planeten. Ui, schick. Wie ihr wisst, haben sich seit kurzem zahlreiche Naturkatastrophen ereignet.
Ich weiß nun, weshalb das Gleichgewicht der Welt gestört wurde. Das war alles die Schuld dieses Meteoriten, der auf uns zurast. Wenn wir nichts unternehmen, wird er mit unserem Planeten zusammenprallen. Das hätte katastrophale Folgen. Wir müssen dies um jeden Preis verhindern. Aber was können wir dagegen tun, Xato? Weißt du, wie wir den Meteoriten stoppen können? Ja, ich kenne einen Weg. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Katastrophe noch abzuwenden. Ihr müsst Rayquaza um Hilfe bitten. Rayquaza? Wer ist das denn? Ein legendäres Pokémon, das in der Ozonschicht hoch über den Wolken lebt. Bittet Rayquaza, den Meteoriten zu zerstören. Aber das wird nicht leicht. Rayquaza lebt hoch in den Lüften. Niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Wenn er in so hohen Gefilden lebt, wie sollen wir ihn dann erreichen? Simsala und ich werden gemeinsam unsere Teleportationskräfte verstärken. Auf diese Weise sollte es uns gelingen, Pokémon hoch in die Lüfte zu senden. Aber seid gewarnt, diese Pokémon erwartet eine Reise ins Ungewisse. Niemand weiß, was sie in der Welt über den Wolken erwartet. Nicht einmal ich. Kein Problem, wir melden uns freiwillig. Ich will ehrlich sein. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Aber seid ihr euch denn wirklich sicher? Ich weiß nicht, welche Gefahren euch dort oben erwarten. Mir ist schon klar, dass diese Mission nicht ganz ungefährlich ist. Aber ich wünsche mir, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Jan und Svenja, könnt ihr mich hören? Ich bin es, Xato. Ich werde mich mit Simsala absprechen, wie wir unsere Kräfte verstärken können. Morgen früh geht es los. Bis dahin solltet ihr euch ausruhen. Ein letztes Wort der Warnung. Euch erwartet ein gefährliches Abenteuer. Aber ihr dürft einfach nicht scheitern. Keine Sorge, das wird ein Klacks. Stimmt's oder habe ich recht, Svenja? Okay. Kann ich denn jetzt noch ein bisschen einkaufen und so? Ich wünsche euch viel Glück. Ach, guck mal, ich habe eine Einladung gefunden. Ich nehme sie einfach mal mit. Die hätte ich gerade gebrauchen können. Tatsächlich. Aber okay, dann weiß ich zumindest, wo ich die herbekomme. Ich muss nur tatsächlich sagen, so seltsam das jetzt klingt, irgendwie war die Magmahöhle für mich recht entspannend. Oh, Surfer! Weil irgendwie, ich habe nicht so viel gesprochen, weil ich mich so konzentrieren musste, deswegen irgendwie war das dann doch wieder ganz entspannt. Ich glaube, den Surfer nehme ich aber mal mit. Weil es ist ja auch außerhalb von Dungeons einsetzbar, was ganz nett ist. Gut, es trifft halt prinzipiell alle Pokémon, dementsprechend, ich brauche es jetzt nicht für jetzt, weil ich würde es Jan nie geben wollen, weil er mich damit auch treffen würde. Aber ich könnte es für später gebrauchen. Deswegen nehme ich das mal mit. Wer kann denn Zauberschein lernen? Ja, okay. Ich glaube auch, Kecleon möchte den Donner wirklich loswerden. Die Frage ist, ich hatte mir heute vorgenommen, oder ich hatte heute gedacht, vielleicht können wir die Hauptgeschichte abschließen. Gardevoir hatte ja auch schon gesagt, es geht aufs Finale zu und ich glaube, das ist jetzt auch sehr deutlich geworden. Sinelbeeren, ich lasse die mal hier. Und dann muss ich mal gucken, dass ich vielleicht nochmal Belebersamen mitnehme. Deswegen, ich habe gedacht, vielleicht können wir die Hauptgeschichte heute einmal abschließen, weil das wäre eigentlich cool, so nach dem Hype-Wochenende dann halt wirklich die Hauptgeschichte fertig zu haben. Und dann, sobald das Projekt quasi zum regulären Stream-Projekt wird, einfach nur noch eine Afterstory zu haben. Ich meine, die ist lang genug, auf jeden Fall. Da werden wir dann auch ein paar Wochen dran sitzen. Aber ich dachte mir, wie gesagt, wenn die Hauptgeschichte schon mal durch ist am ersten Wochenende, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ja, den großen Hype quasi durch und die Afterstory kann man dann ganz entspannt machen. Aber die Magmahöhle hat tatsächlich jetzt sehr lange gedauert. Länger als ich gedacht hätte.
Deswegen weiß ich gar nicht, wie wir jetzt am schlausten verfahren. Also Gracie möchte weiter ballern. Ballern. Jan möchte auch ballern. Ich muss mal ganz kurz nur was nachgucken. Ich habe nämlich tatsächlich ein Lösungsbuch von dem Original-PMD. Wie groß ist denn die Magmahöhle hier? Ja, 21 Ebenen plus den Rest. Das kommt hin. Wie groß ist der nächste Dungeon? Okay. Hm. Hm, muss ich aber gut ballern. Wieso? Ja, er ist noch ein bisschen größer. Oh. Als die Magmahöhle. Ballern, ballern. Wo, also wenn ich jetzt weiterspiele und versuche, das Spiel heute durchzuspielen. Wir streamen jetzt laut meinem OBS 3 Stunden 44, kommen wir aber garantiert auf die 5 Stunden. Kann ich ja jetzt schon sagen. Jo. Aber irgendwie möchte jeder, glaube ich, ballern. Okay, dann baller ich jetzt auch, indem ich auf Toilette gehe. Guter Plan. Also wenn wir jetzt den Rest wirklich noch durchballern wollen, also mir geht's verhältnismäßig noch gut tatsächlich. Am ersten Tag war ich echt tot nach dem Stream, aber es war geil. Der zweite Stream, uiuiui, Babykeks, Babykeks ballert auch. Der zweite Stream war ja noch mal ein bisschen länger, danach war ich auch recht tot. Ich sehe schon, der dritte Stream wird einfach noch länger, wir steigern uns jeden Tag. Das ist der Ausgleich für all die Kommentare, die immer von Jan kamen, von wegen, ich würde ja nicht mehr als 3 Stunden Stream schaffen. Jetzt willst du mir das Gegenteil beweisen. Das auf jeden Fall. Deswegen werden wir jetzt noch durchballern und das wäre für mich tatsächlich auch okay. Danach bin ich zwar dann auch wieder tot, aber das ist mir wert. Da müsst ihr mir auch all eure Energie geben und fleißig mitchatten die Zeit über, weil das dauert jetzt noch ein bisschen. Babykeks, Dankeschön auf jeden Fall für den Support. Hat noch dabei geschrieben, Eclair Hype und Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und ja. Svenja, bist du bereit, in die Welt über den Wolken aufzubrechen? Ich denke schon. Sehr gut, packen wir es an. Morgen brechen wir auf. Wir sollen uns heute Nacht also lieber gut ausruhen. Morgen ist der große Tag. Lass uns unser Bestes geben. Uff, ich fühle mich furchtbar. Ist das ein Traum? Aber warum fühle ich mich so schrecklich? Was geht hier vor sich? Sowas ist mir noch nie passiert. Na, wie gefällt dir mein Traumfresser? Fühlt sich mies an, was? Wer hätte gedacht, dass du ursprünglich auch mal ein Mensch warst? Das hatte ich nicht erwartet. Damit steht fest, dass du einen ziemlich miesen Charakter haben musst. Jetzt habe ich dich auf jeden Fall am Wickel. Ich werde mit meinem Traumfresser dein wahres Wesen enthüllen. Hä? Da kommt irgendwas. Was ist das für ein Licht? Und warum kommt es auf dich zu? Ich möchte da jetzt nicht zu viel zu sagen, aber die Leute, die das Spiel kennen, ich fand die Formulierung war jetzt tatsächlich ein bisschen anders als im Original. Da war ein Wort in der Textbox drin, was im Original nicht drin war, was jetzt schon auf Dinge schließen lässt, die du im Original erst viel später erfährst. Das fand ich super interessant, aber bitte nicht in den Chat schreiben. Wer es versteht, ist gut und wer nicht, der wird es irgendwann erfahren. Aber nein, dieses eine Wort habe ich mir nicht gemerkt, aber ich hätte es gewusst, wenn es im Original drin gewesen wäre. Weil das war super ausschlaggebend gerade. Das finde ich interessant. Der Schmerz, er lässt nach. Gardevoir? Gardevoir, verrätst du es mir jetzt? Verrätst du mir jetzt, wer ich bin? Ja, die Zeit ist gekommen. Du sollst erfahren, warum du hier bist. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß.
Svenja, du bist hierher gekommen, um diese Welt zu retten. Ich soll die Welt der Pokémon retten? Ausgerechnet ich? Genau. Wir haben herausgefunden, dass diese Welt kurz vor dem Untergang steht. Deswegen haben wir auch schon nach einem Helden gehalten. Wir suchten nah und fern, doch vergeblich. Beinahe hätten wir schon aufgegeben. Doch dann stießen wir auf einen Menschen. Dieser Mensch, warst du, Svenja? Augenblick mal. Ich? Eine Heldin? So ein Quatsch. Ich bin wirklich nichts Besonderes. Ja, hast du bei unserer ersten Begegnung auch gesagt. Du sagtest, du seist nicht stark. Doch wir suchten nicht nach körperlicher Stärke oder Macht. Wir suchten nach wahrem Mut. Nach wahrem Mut. Mut. Den habe ich noch viel weniger. Auch das hast du damals gesagt. Aber danach hast du noch etwas anderes gesagt. Um festzustellen, ob du würdig seist, unsere Heldin zu werden, batest du uns, dich zunächst auf die Probe zu stellen. Und nur wenn du dich als würdig erweisen würdest, sollten wir dir die Wahrheit sagen. Um dich dem Test möglichst unbefangen zu stellen, wolltest du all deine menschlichen Erinnerungen vergessen. Du wurdest selbst ein Pokémon, um an der Seite deiner Freunde zu kämpfen. So kam es schließlich, dass du in dieser Welt gelandet bist. Das soll ich alles getan haben? Du hast allen deinen Mut bewiesen. Es besteht kein Zweifel mehr daran. Deine Aufgabe ist es, diese Welt zu retten. Und diese Aufgabe nähert sich nun ihrem Ende. Das heißt wohl, meine Aufgabe ist es, den Meteoriten aufzuhalten. Nicht wahr? Ganz recht. Und wenn das vollbracht ist, dann kannst du in die Welt der Menschen zurückkehren. Oh, ich kann also wieder ein Mensch werden. Aber warte mal, das würde ja bedeuten, dass... Ja, das würde es. Du müsstest von Jan Abschied nehmen. Ich muss mich von Jan verabschieden. Jan fühlt sich sehr eng mit dir verbunden, Svenja. Wenn du gehst, das würde deinem Freund das Herz brechen. Daran besteht kein Zweifel. Aber daran lässt sich leider nichts ändern. Die Wege kreuzen sich und die Wege trennen sich wieder. Weißt du, auch ich hatte einst einen teuren Freund. Er lag mir wirklich sehr am Herzen. Doch dann verschwand er irgendwann. Ich weiß genau, wie einsam man sich fühlt, wenn man einen Freund verliert. Aber weißt du, ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden. Ich glaube fest daran. Huch, was war das eben? Huh? Wer mag das wohl sein? Wie es scheint, hat irgendjemand versucht, diesen Traum auszuspähen. Aber hab keine Angst. Wer auch immer es war, hat inzwischen wieder die Flucht ergriffen. Doch er hat ein Gefühl großer Trauer in diesem Traum zurückgelassen. Ich glaube, dieses Pokémon weinte, als es davonlief. Es dämmert bereits. Der Morgen bricht an. Es wird Zeit zu gehen. Gehab dich wohl. Wir sind jetzt zwar auf jeden Fall um einiges schlauer. Und ich finde das auch irgendwie ziemlich cool. Ich meine, klar, es war irgendwie offensichtlich, dass unsere Aufgabe ist, die Welt zu retten. Aber dass wir tatsächlich von alleine gesagt haben, wir wollen alles vergessen, um auf die Probe gestellt zu werden, ist schon so ein kleiner Plot-Twist. Aber die Tatsache, dass Gardevoir uns jetzt schon darauf vorbereitet, dass wir uns von unserem Partner trennen müssen, hinterlässt schon so einen richtig bitteren Beigeschmack. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Heute geht's los. Komm, Svenja, auf in unbekannte Höhen. Ja. Habe ich das direkt in meiner Liste oder muss ich einmal zu Simsala? Gucken wir mal. Der steht hier aber nicht rum. Weil ich meine, ursprünglich war es aber so, dass er mit Simsala sprechen musste dafür. Deswegen weiß ich gerade gar nicht genau, wo ich hin muss in diesem Spiel, aber das werden wir ja feststellen. Ah ja, der Dungeon Himmelsturm ist nun verfügbar. Nicht zu verwechseln mit dem Himmelturm aus Höhen. Hier haben wir den Himmelsturm. Finde ich irgendwie auch schöner vom Namen her tatsächlich. Konnte man auf der Karte auch schon ziemlich gut erkennen tatsächlich. Wenn man mal so guckt,
fällt schon auf da oben, ne? So, der Himmelsturm. Und wir können Gracie wieder mitnehmen. Perfekt. Gut, wir haben jetzt so Level 28, 29, 30. Das wird hoffentlich hinhauen. Irgendwie. Vielleicht können wir ja noch ganz, ganz viele Pokémon in der Zwischenzeit mitnehmen. Dann ist es vielleicht gar nicht so dramatisch. Aber der Dungeon ist auf jeden Fall auch sehr anspruchsvoll. Also ist so ziemlich das gleiche Niveau wie die Magmahöhle. Dementsprechend, ja, mal gucken. Ah, gut, dass ihr da seid. Was macht Xato denn da? Es ist fast bereit. Das Teleportjuwel. Das Teleportjuwel? Es ist vollbracht. Das ist schon deutlich epischer gemacht worden. So, das Teleportjuwel. Es wird euch in die Welt über den Wolken schicken. Hier, Svenja. Nimm es an dich. Wir mussten große Mengen an Psychokraft sammeln, um dieses Juwel zu erschaffen. Die Psychokraft stammt von Simsala, mir und... Huch? Da war dieses Geister-Pokémon, das es mit dem Juwel geholfen hat. Aber jetzt ist es verschwunden. Wo mag es bloß stecken? Ein Geister-Pokémon? Wer das wohl sein mag? Es ist sicher nur etwas schüchtern. Zurück zum eigentlichen Thema. Ich frage euch ein letztes Mal. Diese Reise birgt erhebliche Gefahren. Wollt ihr dennoch gehen? Und ob? Wir müssen zu Rayquaza und ihn bitten, den Meteoriten zu zerstören, richtig? Ich bin bereit, alles zu riskieren, wenn ihr dadurch wieder Frieden einkehrt. Das ist mein einziger Wunsch. Ja. Und wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, heißt es Abschied nehmen. Das waren Gardevoirs Worte. Dann kannst du in die Welt der Menschen zurückkehren. Es ist soweit. Das wird mein letztes Abenteuer mit Jan sein. Lass uns unser Bestes geben. Wir zählen auf euch, Jan und Svenja. Ich hatte mich schon gefragt, wo diese Szene abbleibt. Bin auch ganz froh, dass sie die auch eingebaut haben. Platsch. Aua, wo sind wir? Ui, das ist ja cool. Wir sind auf einer Wolke. Oh, wow. Svenja, sieh dir das an. Jo. Ui, sah das schon immer so aus? Nicht so hübsch. Ein riesiger Turm aus Wolken. Ui. Wir müssen bis nach ganz oben. Rayquaza hält sich an der Spitze auf. Geben wir unser Bestes.